Anastasia, stell dir vor, du gibst mir irgendeinen Schuh von dir. Deinen linken oder deinen rechten? Welchen gibst du mir? Den rechten. Also, du ziehst diesen Schuh jetzt aus, du gibst mir den und ich kipp in diesem Schuh jetzt 1 Liter Wasser rein. Du kriegst den Schuh sofort wieder und ziehst ihn sofort wieder an. Wie kann es sein, dass deine Füße jetzt nicht nass sind? Wie ist das möglich? Also, wenn es ein Schlappen ist, dann weil das Wasser da nicht rein kann. Kannst du dir das da selber angucken. Guck mal. Okay, bei dem Rätsel reden wir von einem stinknormalen Schuh und nicht von einem von Latschen oder von Schlappen oder sonst was, okay? Also, die Lösung ist ganz einfach. Wie kann es sein, dass deine Füße nicht nass sind? Ganz einfach, Anastasia, weil dir nur ein Fuß nass ist und nicht beide Füße. Ach, so. Ach Mann, ey, komm schon, ehrlich.